Wie sind Sie zum Sofa-Jumping gekommen? Das war eine ganz witzige Geschichte. Meine damals Verlobte hat mir erzählt, dass ihr Cousin Sofa-Jumping macht. Zwar nur halt nicht als Profi, sondern halt als, ja, halt so zum Spaß einfach. Und dann hat sie gesagt, so zu meinem, ich glaube, es war mein, so mein 23. Geburtstag, ja, ich schenke dir jetzt mal einen Sofa-Jumping-Tag. Damals konnte ich mir wahrscheinlich, wie die meisten, die das sehen, überhaupt nicht vorstellen, was das sein soll. Es ist ein Sport, der einfach auch Massen bewegen kann. Das ist nicht irgendwie sowas wie Skateboarding, Fußball. Es ist einfach was viel Größeres, was die Menschheit auch wirklich bewegt. Have a fucking good time. Say yeah!